Wo bin ich? Alles easy. Oh. Alter. Alter. Ja, jetzt geht's ja erst richtig ab. Alter. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke, Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. Anonym veröffentlicht, Kapitel 23 auszügig. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Ja, das bringt mir jetzt aber irgendwie gar nichts. Also null. Und ich latsch da noch rein, oh Mann. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr machen. Ey, eine Kryokammer oder was soll das hier sein? Vielleicht hat er wieder eine eigene Notiz hier. Ey, ich komme hier nie wieder raus. Was so? Ne. Alter. Hier guckt noch wer zu. Nehmen wir alles auf. Projekt Wallrider, Obduktionsbericht, sowieso, Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Jennifer Rowland, Autor, Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Ja. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ja, ja, ja. Well, well, well. Die Leute echt krass auseinandergepflückt. Nee, es ist halt eins. Aber irgendwas ist ja hier also grundlegend schiefgelaufen. Ich meine, ja, Wachleute kann man das jetzt hier nicht unbedingt nennen.
Was ist denn das hier alles? Liquid Nitrogen. Alter. Was ist das hier? Das ist ein riesen Geheimlabor unter einem Labor unter einer Psychiatrie. Oder? Die Armee. Junge, das ist eine das ist eine Armeehose. Ach, das sind die Wildrider. Wow, 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 leck mich am Arsch. Lass mich in Ruhe. What? Okay. Dann weiß er Bescheid, wer das hier alles gemacht hat. Leg mich an. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einen Betonwand verteilt. Du bist eine Hölle entkommen, Chris Walker. So, und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Boah. Boah. Alter, Leute. Oh. Ich muss mal kurz Pause machen. Alter, das ist echt so. Also Gott. Also 5 Minuten Pause. Ich habe das Gefühl, dass jetzt hier eigentlich nicht mehr sehr viel kommen kann. Wow. Try to explain. I know, I know. I am supposed to be dead. No. No such luck. I am older than sin. Who the fuck is Billy? Also Billy lebt noch, sein Geist ist irgendwie sonst wo. Alter Schwede, ist das abgefuckt. Hier, gib mir. Ich habe die Aufnahme verkackt. Das tut mir leid. Scheiße. Fuck. Das ist bitter. Also, liebe Leute, ich habe es gerade versaut. Das tut mir leid. Ich habe den falschen... Und jetzt kann ich das hier mal zeigen. Hier war gerade ein alter Mann drin, der hat das gerade alles gesprochen. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. Mist. Oh, 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 oh. Das ist dumm gelaufen.
Willkommen im Club. Ja, ich hatte die falsche Einstellung. Das tut mir leid. Ah. Das ist jetzt tatsächlich dämlich gewesen. Hm. Also da war gerade ein alter Mann, der hat das alles erzählt, der war im Rollstuhl. Und da ging gar nichts mehr bei ihm. Und Billy ist wohl derjenige, ein Geist, der hier die ganze Zeit durch die Gegend fliegt, ein Geisteskranker. Und ich soll jetzt zu ihm. Ich weiß bloß mal wieder nicht wo. Ich laufe wieder wie so ein Irrer hin und her. Das gibt's doch gar nicht. Schon wieder? Das ist ja wie ein Marathon laufen die ganze Zeit. Alles klar, weiß ich Bescheid. Na, laufen wir mal hier lang. Haupt. Aber hier laufe ich doch nicht zum Hauptding, oder? Ja, das ist A. Aha. Auf einmal ist hier eine Tür auf. So funktioniert das heutzutage. Auf einmal geht hier eine Tür auf und zack. Geht das Spiel weiter. Boah, Billy mag echt keine Freunde haben, ey. Robert Angst. Nein. Habe ich natürlich nicht. Boah, sag mal, kann man nicht mal in Ruhe auf Klo wenigstens, ey? Wer macht der überall? Du Wahnsinniger. Scheiße. Da lang. Rein. Was ist denn hier los? Gemein.